Abends 3.19 Uhr und wie ihr sehen könnt, ist flach am Horizont, wie ich es gestern schon gesagt habe, der Mond zu sehen. Ihr hier Richtung Westen seht und Richtung Osten demnach gerade keine Sonne zu sehen ist. Also wie soll jetzt die Sonne auf der anderen Seite, die gerade die andere Seite der Erde ausleuchtet, noch? Und jetzt, wie ihr es immer in euren Animationen zeigt über die Sonne, die Erde und den Mond, wie soll jetzt die Sonne den Mond beleuchten? Es ist unmöglich, dass die Sonne jetzt den Mond zu einem Vollmond macht, während die Sonne hinter der Erdkugel ist. Ich hatte dir das schon in einem Kommentar versucht zu erklären, aber vielleicht haben dich die vielen unterschiedlichen Buchstaben ja intellektuell überfordert. Ich will es daher etwas leichter machen. Für Dreijährige. Sonne? Erde? Mond? Tag? Nacht? Der Robert? Der Vollmond? Und jetzt sag mir nicht, dass du das nicht kapierst. Natürlich kann man sich das auch in einer Simulation anschauen. Das ist Science Fiction, das ist das, was wir alle sagen. Wir Flacherler sagen alle, dass das Science Fiction ist. Das ist keine Science Fiction, sondern ein nachweislich korrektes Abbild der Realität. Egal, wie sehr du dich dagegen sträubst. Ich meine, vielleicht bist du ja einfach nur zu feige für die Realität. Könnte doch sein. Und nur weil Flacherdler irgendwas behaupten, ist es deswegen noch lange nicht wahr. Hier ist die Situation vergangene Nacht um 1 Uhr unserer Zeit. Deutschland genau auf der Nachtseite. Die Sonne jetzt zur Abwechslung mal rechts, durch den gelben Pfeil markiert. Und von der Seite betrachtet. Die rote Linie markiert die Ekliptik, also die Ebene der Erdbahn. Ja, und wo ist jetzt der Mond? Da. Deutlich unterhalb der Erdbahn. Die Sonne hat also mehr als genügend Platz, ihn an der Erde vorbei anzustrahlen, sodass er uns nahezu voll erscheint. Und dass wir in dieser Konstellation tatsächlich leicht auf den Mond hinabschauen, das kann man sogar beobachten. Nicht nur in den Simulationen sieht man unten einen scharfen Rand, oben hingegen schon leichte Kraterränder und den Übergang zur Nachtseite des Mondes. Auch in realen Aufnahmen sieht es exakt genauso aus. So einfach ist das. Bevor du etwas zu widerlegen versuchst, solltest du es halt nur selber erstmal verstanden haben. Und genau daran scheiterst du. Wieder einmal.